Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Ja, es gab eine alles entscheidende Wendung in der Entwicklung dieses Spiels. Ihr könnt es sehen, das Spiel ist endlich auf Deutsch. Und zwar können wir hier in den Einstellungen jetzt die Sprache wählen. Und wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass eventuell alles noch nicht ganz korrekt läuft. Aber ich denke, wir probieren es auf Deutsch. Ich hoffe natürlich, dass die Übersetzungen im Spiel selber schon alle richtig funktionieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und wir laden dafür natürlich unseren Speicherstand. Ihr seht, ich habe auch sonst nicht gespielt. Genau, und jetzt kommt hier wieder diese Meldung, wie das letzte Mal auch. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Und zwar habe ich mir das letzte Mal nicht alles durchgelesen, aber ich gehe da gleich drauf ein. Oder ist das schon wieder was Neues? Nö, wir sagen einfach Upgrade and Load Game. Okay, wir sind wieder in unserem Raumschiff. Hier haben wir das letzte Mal ja aufgehört. Und wieso habe ich... So. Dieser Fisch stört so ein bisschen im Sichtfeld. Ja, wir haben das letzte Mal hier in unserer schönen Raumstation aufgehört. Hat sich ein bisschen was designtechnisch verändert, kann das sein? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Hier müssten wir theoretisch noch weiterarbeiten, aber ich möchte ein paar kleine Ankündigungen durchführen. Und zwar, wie ihr wisst, ist es bei Survival Games ja so ein bisschen üblich, dass man selten ein Ende setzen kann oder so. Und trotzdem ist es bei Let's Plays aber schwierig, ein endlos Let's Play zu machen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, da das Spiel noch im Early Access ist und noch nicht voll ausgereift, möchte ich noch ein paar Sachen zeigen. Und dann werde ich das Projekt aber pausieren, bis es aus dem Early Access raus ist. Das heißt, wir werden noch ein paar Parts haben. Und sobald es aus dem Early Access raus ist, schaue ich mal, ob ich das nochmal als richtig großes Projekt aufziehe oder ob ich eventuell bis dahin Ersatz gefunden habe oder so etwas. Das sehen wir aber alles später noch. Das ist alles Zukunftsmusik. Was ich noch zeigen möchte, ist auf jeden Fall... der heißt jetzt Glotzer, gekochter Glotzer. Alles klar. Was ich noch zeigen möchte, ist das große U-Boot, und zwar den Cyclops. Da wir es noch nicht haben. Wir haben ja bis jetzt nur das kleinere von den beiden Unterwasserfahrzeugen. Und, ja, das große, da haben wir noch einiges an Materialien gebraucht. Für das große. Wir sollten auch mal schauen, was wir da noch genau gebraucht haben. In unserem Logbuch. So, und zwar hier der Cyclop. Da brauchten wir die Plastahlbahn. Plastahlbahn, okay. Also die Übersetzung ist noch nicht ganz korrekt. Auf jeden Fall fehlt uns noch Stahl, Glas und das erweiterte Kabelsatz. Wir können mal gucken, was wir dafür brauchen. Unter den Ressourcen finden wir bestimmt... Hier. Was ist das denn? Ein Pirscherzahn und Glas. Titanbarren und Lithium. So, für Titan... Brauchen wir Metallschrott, Titanbarren, okay, wissen wir. Silizium brauchen wir ja nicht. Glas, da brauchen wir Quarz für, das wussten wir auch schon. Was sind denn Pirscherzähne? Was ist das? So, und dann wollte ich noch schauen. Hier, erweiterter Kabelsatz, da brauchen wir Gold. Okay, wir brauchen Gold und einen Computerchip. Haben wir überhaupt schon irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Wir haben jetzt nur Essen. Haben wir irgendwas hier reingepackt? Hier haben wir Titan. Wir haben einmal emailliertes Glas. Silizium. Ich nehme ein paar Sachen mit.
Ich möchte nämlich gucken, was wir schon alles haben, was wir noch so brauchen werden. Hier ist nichts drin, okay. Wir können mit den Ressourcen nichts anfangen, oder? Korrekt. Dann war das total sinnlos, dass ich die genommen habe. Egal, wir packen die einfach wieder zurück. Der Titanwaren, die Batterie. Schweißgerät werden wir jetzt, glaube ich, nicht brauchen. Den Erbauer auch nicht. Die Graph-Sphere würde ich eigentlich auch gerne einmal weglassen. Und dann geht's jetzt ab nach draußen. Wir müssen nämlich fleißig sammeln. So, aber eigentlich nicht Pilze, sondern was anderes. Mal gucken, ob wir jetzt inzwischen hier Loot finden. Wir haben das letzte Mal die ganze Umgebung eigentlich ausgeplündert. Es wäre praktisch, wenn wir wieder genügend Sachen finden. Könnten das diese Korallenplatten sein? Wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es einfach mal. Ne, das sind Korallenbruchstücke, okay. Das funktioniert auch nicht so ganz. Dann vielleicht einmal schnell Wasser, Luft auffüllen. Genau. Wir brauchen ganz viel Wasser in unseren Lufttanken. Lufttanks. So. Vielen herzlichen Dank. Oh, und hier sind Kalksteinbrocken. Das ist schon mal gut. Kupfer, Kupfer. Das werden wir alles brauchen. Hier unten waren wir noch nicht, kann das sein? So. Oh, sieh mal einer an. Metallschrott können wir gebrauchen. Wir brauchen ja die Barren. Oh, und da hinten sind die Krebse. Die ich nicht mag. Ganz ruhig. So, nochmal Luft auffüllen und dann überlegen, ob wir die Schleichtour machen. Ob wir probieren, an den Krebsen entlang zu schleichen. Ah ja, cool. Wir glitschen hier mit unseren Füßen in dieser komischen Luftauffüllkonstruktion organischen Hersprungs. Das geschwollen Ausdrücken funktioniert heute bei mir wieder gut. Ich freue mir. So, du beruhigst dich da mal wieder. Du beruhigst dich, sage ich. Na komm, beruhig dich. Ah, jetzt fängt er an zu meckern. Jetzt meckern schon zwei. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Alter. Okay. Jetzt habt ihr auch mal auch gesehen, wie sowas funktioniert. Und das Problem ist eben, dass er einen einfach verfolgt. Ich habe hier doch gerade irgendwo noch irgendwas gesehen, wo ich mir gedacht habe, das brauche ich unbedingt, sowas wie Salt Deposit oder so. Naja. Wie sieht unser Inventar aus? Recht voll, das heißt, wir gehen einmal zurück in die Basis. Wir sind ja nicht allzu weit weg. Und verarbeiten zumindest schon mal den Metallschrott. Metallschrott, so. Ansonsten können wir, glaube ich, nicht allzu viel machen, ne? Ah, doch, wir können einmal Glas machen, das ist auch schon mal gut. Und noch einmal Glas machen, das wird immer besser. Was brauchen wir denn? Wir brauchen einen Computerchip. Was brauchen wir für einen Computerchip? Quarz, Silbererz, Edelstein besetztes Scheibenstück mal 2. Edelstein besetztes Scheibenstück, oh weia. Wo findet man sowas denn? Puh, also wir legen das Glas weg, das ganze Titan,
können wir nicht mehr ablegen. Dann jetzt die andere Kiste. Kupfererz, Titan, die Korallenbruchstücke brauchen wir nicht. Verrottend gekochter Boomerang. Säurepilz, pure Säure. Heißt das jetzt, das Zeug kann verfaulend, verrottend, lecker. Das kann jetzt also verrotten. Tatsache, das kann verrotten. Ja, prima, dann brauchen wir das auch nicht mehr. Ja, okay, ich soll es vielleicht nicht unbedingt hier fallen lassen, ne? Super, das bedeutet, wir müssen jetzt auch gucken, dass wir... Also, was wir gerade mit uns rumtragen. Pure Säure. Wir können die Pilze nicht mehr essen. Oh Mann. Oh, oh Mann. Ah, wir haben jetzt hier noch immerhin einen gekochten Glotzer, der uns normal auffüllt. Ja, den brauchen wir dann nicht mehr, den brauchen wir auch nicht mehr. Die sind noch nicht verrottet, das heißt, die können wir noch behalten. Was können wir denn mit den Säurepilzen machen? Würde mich jetzt mal interessieren. Also es hat sich einiges geändert anscheinend. Erstmal ein paar ablegen. Und dann einmal nachschauen, was wir mit Säurepilzen machen können. Beziehungsweise wir brauchen auf jeden Fall Wasser, wenn wir hier schon verfaultes Essen haben. Gepökelter Glotzer. Ah ja. Ach, und man braucht jetzt kein Salz mehr, um die Fische zuzubereiten. Jetzt verstehe ich das hier erst. Wofür brauchen wir diese Pilze? Für gar nichts, wenn ich das irgendwie gerade richtig sehe. Doch, hier, stimmt, für die Batterien. Immer noch. Säurepilz, ja. Ja gut, aber die Pilze kriegen wir ja sowieso zu Genüge. Von daher lasse ich die hier jetzt auch einfach alle fallen. Und das Wasser können wir zu uns nehmen. Und bevor der Garyfish anfängt zu gammeln, futtern wir den jetzt auch einfach. So. Sind hier unten Krebse? Ich vermute ja schon fast ja. Trotzdem will ich hier die Ressourcen haben. Oh ja, da sind jede Menge Krebse. Nope. Nicht mit mir, thanks. Wir haben auch so nur noch 66% Leben. Oh, wir haben Salz gefunden. Salzvorkommen, schön. Ne, Säurepilze brauchen wir nicht. Sind das hier die edelsteinbesetzte Scheiben? Jawohl, sind sie. Nein, kommt her. Kommt her. Wie viel brauchen wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Und es ruckelt, das freut mich nicht. So, Schlingpflanzen bedeutet Krokodile oder zumindest diese krokodilähnlichen Viecher könnten sich hier herumtreiben. Andererseits heißt das aber auch... Oh, daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, dass wir ja noch Luft brauchen zum Atmen. Andererseits bedeutet das aber auch, dass wir hier die guten Erze finden können, also Silber etc. pp. Oh, und da hinten ist das Krokodil.